Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge GTA 4 Mod Vorstellung. Ja, heute habt ihr euch gewünscht den Lamborghini Veneno. Jetzt werden wir uns mal kurz angucken. Also hier vorne haben wir schon mal richtig schick das Lamborghini Zeichen und hier natürlich die schöne Chrom. Ich guck mal, was riecht denn da? Carbon, Spoiler, Sachen oder so. Hier die Scheinwerfer sehen auch super aus. Das Model ist aus Need for Speed Rivals, deswegen steht hier hinten auch Ghost für Ghost Gaming oder wie auch immer das Studio ist, das an Need for Speed Rivals gemacht hat. Deswegen steht das da drauf, also nicht wundern. Hier auch schön texturiert und modelliert. Interessanterweise dreht sich das. Need for Speed Rivals, warum dreht sich das Rad? Ja, irgendwie nur das Auto steht schon, aber irgendwie die Textur bewegt sich. Nein, bleib weg, so. Gut, dann innen drin. Nicht zugehen, bleib auf. Sieht das ganz okay aus. Jetzt geht das Ding wieder zu. Geht das ganz okay aus. Also hier zum Beispiel das da ist nicht so schön. Und hier auch keine keine Anzeigen, kein Tacho und so weiter. Das ist schon mal nicht so schön. Wobei, warte, das sieht so aus, als hätte das einen komplett elektrischen, also als ob da gar keine richtige Tachoanzeige wäre, sondern nur sozusagen ein Display. Hier auch schön moliert. Aber insgesamt der Raum, ich hatte hier nicht ganz so schön, also da sieht schon mal nach einem Punkteabzug aus, ich bin mir auch noch nicht sicher. Hier, das ist wiederum schön gemacht, dann da nochmal hier Blinker hinten, da Blinker vorne, no. Da. Gut, dann hier schöner Spoiler nochmal, hier natürlich Lamborghini, Redview County, Ghost, November 13th, habe ich aus dem Waffe weggesteckt. Und hier dann nochmal Lamborghini zweimal drauf. Der Motor, auch ganz cool gemacht hinten, der Lamborghini. Also ne, eigentlich mittelgut gemacht. Da soll man ja eigentlich nicht so reingucken in Need for Speed Rivals, ne? Hier, das sah alles schön, aber dafür dürfen wir den eigentlich loben, aber ist hier egal. LP7 504. Das ist natürlich das Modell, da der Tankdeckel. Danke an alle, die es mir letzte Folge gesagt haben. Hier sehen wir nochmal, dass das alles nicht so gut texturiert ist und hier auch nicht so schön modelliert. Das ist alles mit Textur. Hier. Und deshalb, da tendiere ich dann doch zum Punkteabzug. Das Lenker ist auch nicht wunderschön gerade rund. Das kann aber daran, vielleicht ist es so bei dem Wagen, dass man sozusagen ein bisschen Griff hat. Also da schon mal Punkteabzug, schon mal zu einer 9 von 10, was hier immer noch gut ist. Aber mal sehen, was so, wie es so in den nächsten Dingen schlägt, in den nächsten Kategorien. So, jetzt kommen wir auf jeden Fall mal zum Fahren. Erstmal wollen wir uns hier nochmal die Veneno hier schön die Scheinwerfer ansehen, die ich sehr geil finde. So. Und da der Auspuff funktioniert alles richtig. So ein 4er Auspuff, krass. Haben sie aber nur einen in die Mitte sozusagen gemacht. Das sieht geil aus. Und, naja, doch, sieht ganz geil aus. So, gut, aber jetzt wollen wir mal fahren. Warte, bring uns einmal in Stellung. Dann müssen wir das Flugzeug gleich überholen. So. Ein riesiger Start. Also, das Ding beschleunigt abnormal schnell. Ich denke mal schneller als das Originalfahrzeug, weil dann bei so einer Beschleunigung wäre echt krass. Und da reicht doch ziemlich schnell die Höchstgeschwindigkeit. Aber was ein bisschen schlecht an dem Fahrzeug ist, ist das Handling. Wir kriegen mit 80 diese Kurve nicht wirklich, deswegen muss ich noch runterbremsen. Und ja, das Handling, da Taxi Baumback. So, hier links. Das Handling gefällt mir nicht so gut bei dem Wagen. Es ist nicht schlecht, aber es gibt bessere und deshalb gebe ich da auch keine Abwertung. Damn! Und da einmal schön gegengeknallt. Und ja, das sieht jetzt so, naja, aus. Kann sich auch nicht deformieren, aber es führt hier zu den Räder-Dings. Wobei, das ist auch normal, das habe ich nicht vorher. Die Seite ist so vollkommen, fast vollkommen takt, nach dem Foto machen und sagen, naja, Lamborghini Veneno zu verkaufen. Und dann kriegt man dafür immer noch richtig viel Knete. So, einmal repariert. Und so. Einmal schön springen und natürlich sind wir da auf dem Dings. Danke. Jetzt überschlagen. So, dann wollen wir noch einmal natürlich mit Vollspeed. Oh, nein, ah, fuck, falsche Taste. So, nein, oh, ich hab doch Airbrake ausgemacht. Sehr leise. Ein Glück, kann ich nicht ziehen. Boah, ich kann dieses Spiel nicht ziehen. Haben wir da ein bisschen Blut, egal. So, aufpassen. Einmal kurz fix und clean und dann hier schön mit 280 gegen. Und das sieht nicht so gut aus, wie ich finde. Es sieht so eigentlich fast normal aus. Es hat eben ziemlich zusammengequetscht, aber bin ich nicht ganz überzeugt von.
Und dann jetzt hier nochmal so schön. Bam. Ich kann nochmal ein paar Punkte retten. Aber, ich bleib bei meinem. Wobei, es ist eigentlich schon. Aber ich finde eigentlich, so vom Gefühl her ist 8 von 10 auch zu viel für den, finde ich. Weiß nicht warum. 7 von 10 würde ich den geben. Oh. Also er crasht, okay. Ist auch nicht wirklich ein Punktabzug wert. Aber auch kein Pluspunkt so gesehen. Also so machen wir schon mal 8 von 10. Ja, ich muss mal so eine richtige Wertung raushauen. Die muss ich mir entwickeln. Damit das richtig. Bom, aua, aua. Oh Gott. Sorry. Ja, ja, Kollateralschaden. Das sagt der Niki schon. Nico schon ganz richtig. So, tu mal ab. Und dann fahren wir hier auf jeden Fall mal rein. Wobei, also, ich würde sagen, ja, Schaden. Das Schadensmodell ist nicht. Perfekt. Und, so. Schadensmodell ist nicht perfekt und Handling auch nicht. Wobei hier, ihr seht, es geht. Aber es ist blöd, wenn ich jetzt vom Audi 8 ein bisschen verwöhnt bin, ne? Na, da haben wir so eine richtige Referenz. Wupp, wupp. Upsala. Einmal nochmal gegenhauen. Aber bei höheren Geschwindigkeiten ist das Ding unlenkbar. Oder es bricht aus. Wow. Und somit. Ja, eigentlich so theoretisch sind wir bei 7 von 10. 8 von 10. Aber ich entscheide mich dann doch für 7 von 10. Also einfach, weil hier auch manchmal gerade, habt ihr es gesehen, backte der Reifen so ein bisschen oben durch. Also es ist einfach nicht ganz so rund, das Paket irgendwie. Also, ja, deswegen eine immer noch ziemlich gute Wertung. Von 7 von 10. Ach komm, 8 von 10, 7 von 10 ungefähr. 8 von 10. Und ja, gut, also Link zu dem Dagen ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es euch gefallen hat, sage tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer GCG.